Lieblingsnoob Konrad präsentiert Outlast. Viel Spaß. Geht's auch in die Richtung? Alter, da sieht man ja gar nichts. Ich glaube, hier geht's nicht wirklich lang. Alter, ich bin so verkrampft. Das Spiel macht mich echt fertig. Den Kollegen juckt's immer noch. Bin ich jetzt wieder der Tastaturlegastheniker vom Dienst, oder was? Darf nicht wahr sein. Das muss doch so gehen, irgendwie. Oder gibt's da wieder Dinge, die ich wieder einfach nicht sehe? Tolles Nachtsichtgerät. Schau mal, hier geht ja nichts. Ich muss doch darüber springen. Hä? Ach, du regst mich auch auf. Nur weil es dich juckt. Das muss doch so gehen. Das ist, das liegt doch... Da denke ich doch jetzt nicht falsch, oder? Ach Gott, ach Gott. Geht's ja nirgends hin. Warum geht das nicht? Ja, verrat mir mal das Geheimnis, wie ich darüber komme. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin gerade etwas ratlos. Das liegt doch bestimmt... Blicke ich wieder irgendwas nicht, wie man da richtig rüberspringt. Da gibt's doch keinen anderen Weg. Oder doch? Ich glaube nicht. Also jetzt springe ich nochmal und dann, wenn's da nicht klappt. Ach, vielleicht wenn ich, ich habe noch eine Idee. Vielleicht soll ich den Sprintknopf drücken, während ich da springe. Das probiere ich jetzt nochmal. Das könnte doch funktionieren. Das könnte funktionieren. So, pass mal auf. Ja, siehste. Mann, Konrad. Alte Pfeife. Und wieder so ein Buch, wo ich immer noch nicht weiß, wie man die aufmacht. Wer redet hier? Ach du da unten. Ist doch mein Platz eigentlich.
Aha, da ist wieder eine verschlossene Türe. Der ist böse. Aber nicht so richtig böse, oder? So halb böse. Trotzdem ist er mir unheimlich. Geh mir fort! Leute, das Spiel macht mich fertig. Das ist doch was für Psychopathen. Was mache ich jetzt hier in der Zelle? Ach, Batterien mal nachladen. Kein Wunder, ist so dunkel. Was mache ich jetzt hier in der Zelle? Ah. Hallo. Alter, ich erschrecke bei jedem Scheiß. Folge dem Blut. Ah. Jubi! Abwärts! Wer spricht? So, hier sind wieder Spinde, das heißt, da wird mich gleich wieder jemand verfolgen. Ich ahne das schon. Okay. Zu. Ja, was mache ich dann hier? Batterien. Hä? Ach, da geht's Blut runter. Das sieht aber... Das sieht scheiße aus. Wir gehen trotzdem runter. Och, atme doch nicht so, dass ich so erschreck. Wenn's nicht schon gruselig genug aussieht. Wallrider, jetzt sollte ich wieder Englisch können, ne? Einfach mal pro forma testen, ob der Spind funktioniert. Was ist das denn? Ein Eimer Wasser, sage ich schon. Ein Eimer Blut. Ach, das sind jetzt die Duschen, oder? Muss ich da jetzt runter? Oder lieber nicht? Der einzige Weg ist nach unten durch den Abfluss, hat er eine doch erzählt, oder? Oder täusche ich mich? Hat er doch erzählt. Ach Gott, ist das unheimlich. Ach du Scheiße. Wo ist oben? Wo ist unten? Finde einen Weg aus der Kanalisation. Immerhin beleuchtet hier unten. Da sitzt einer. Ist der böse? Der will mich bestimmt auch wieder erschrecken. Aber diesmal bin ich drauf gefasst. Haha, erschreck mich doch. Buh. Nö, der will mich nicht erschrecken. Schade. Jetzt kam ich mir so clever vor. Kann ich da rein?
gerade was gelaufen? Da kommt gleich was raus. Irgendwo. Bestimmt. Ein Buch. Da steht jetzt bestimmt drin, wie ich hier rauskomme und ich weiß nicht, wie ich die Dinger lese. Ich sehe Licht. Sollen wir da ins Dunkle? Ich will eigentlich nicht so ins Dunkle. Kam ich da her? Da kam ich, glaube ich, her, ne? Komm mal da lang. Da geht's auch nicht lang. Da komme ich auch nicht lang. Bestimmt steht das in dem Buch. Ach, guck mal. Ich dachte schon, meistens, wenn man so irgendwo lang kriechen muss, kommt einer um die Ecke geschossen und erschreckt einen. Aber irgendwie, jetzt wo ich drauf gefasst bin, drehe zwei, ach Gott, wieder Ventile aufdrehen. Haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Muss jetzt wieder Ventile suchen. Oha. Ich muss hier weg. Jetzt hat er mich gesehen. Geh da runter! Ach, da ist Wasser! No! Mama! Lauf, Forrest, lauf! Um dein Leben! Meine Batterien sind gleich schon wieder leer. Ach du Scheiße, findet er mich hier? Oh, die Musik dazu. Nee, da. Ich muss wieder dahin. Hä, wo war das nochmal? Da war's. Zwei Ventile. Ach, hier ist so ein Pumpenplan, oder? Aha. Das ist jetzt der Raum, in dem ich bin, oder was? Nö, es ist nicht der Raum, in dem ich bin. Ach Gott, das mit den Pumpen, das ist doch scheiße. Da habe ich ja schon mal so tolle Erfahrungen gemacht hier. Kann ich mich hier verstecken? Irgendwo? Falls der jetzt um die Ecke kommt, dieser Kasper? Das waren meine eigenen Schritte, ne? Hier könnte ich mich verstecken. Sicherheitshalber. Weil erfahrungsgemäß, immer wenn ich so eine Pumpe umgedreht habe, kam einer um die Ecke. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Och, Leute. Ich brauche eine Massage. Das Spiel.
Spiel verspannt mich komplett. Seit wann gucken wir die in beide Schränke? Das ist doch scheiße. Seit wann gucken die in beide Schränke? Die gucken doch immer nur in den, wo man nicht ist, eigentlich. Ach, herrje. Naja, ich bin jetzt eh schon wieder fix und fertig. Ich glaube, ich beende das für heute hier. Machen wir nächstes Mal weiter. Hoffentlich erfolgreicher. Bis dahin. Ich geh jetzt erstmal. Ich gehe mich erstmal frisch windeln jetzt. Tschüss. Auweia.